Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Lichtwelt Verlag, 19. August 2024. Geboren aus Liebe, die Erzengel, empfangen durch Jan Johannes Kassel. Die Veränderungen und der Wandel kommen zu euch. Ihr könnt nichts forcieren, da im Hintergrund die göttliche Uhr tickt und mit göttlicher Präzision arbeitet. Alles geschieht zu seiner Zeit, alles ereignet sich am dafür vorbestimmten Tag. Dennoch könnt ihr sehr viel dazu beitragen, dass dieser Tag am Horizont aufsteigt und sich wie ein lang erwartetes Schiff endlich zeigt. Geboren aus Liebe. Gewinnt Bewusstsein, dass geliebte Menschen, die Veränderungen und der Wandel kommen zu euch. Ihr könnt nichts forcieren, da im Hintergrund die göttliche Uhr tickt und mit göttlicher Präzision arbeitet. Alles geschieht zu seiner Zeit. Alles ereignet sich am dafür vorbestimmten Tag. Dennoch könnt ihr sehr viel dazu beitragen, dass dieser Tag am Horizont aufsteigt und sich wie ein lang erwartetes Schiff endlich zeigt. Der richtige Zugang ist, gewinnt ein Bewusstsein dafür, wie bedeutsam es ist, das Leben jetzt zu leben. Gewinnt ein Bewusstsein dafür, wie bedeutsam es ist, weder auf die Vergangenheit noch auf die Zukunft zu blicken. Gewinnt ein Bewusstsein dafür, dass sich in jedem Moment des Tages Rückschritte einstellen können oder sich inneres Wachstum ereignet. Gewinnt ein Bewusstsein dafür, dass nichts zu erwarten ist, es sei denn die Früchte aus dem eigenen spirituellen Garten. Gewinnt das Bewusstsein, dass ihr in dieser Zeit geboren seid, um dieser Zeit Bedeutung zu schenken und der Menschheit Leben einzuatmen. Gewinnt das Bewusstsein dafür, dass ihr aus Liebe herabgestiegen seid und dass die Liebe die einzige Antwort auf alles ist. Du wurdest geboren, um der Welt ein neues Gesicht zu verleihen, das Gesicht der Liebe. Das Gesicht der Liebe. Aus den Weiten des Universums, aus den Reichen des Lichts, von den höchsten Ebenen der Schöpfung aus, hast du die Erde gewählt und die Erde betreten, damit du die Menschen an ihr Licht und an ihre Fähigkeit der Liebe erinnerst. Zuerst geschieht es in dir, indem alle falschen Programmierungen, alle falschen Bilder, alle falschen Vorstellungen von dir selbst entfernt werden. Du gewinnst den Überblick wieder und du begreifst dich als göttliches Wesen. Während deine inneren Transformationsprozesse laufen, beginnt sich der Schleier zu heben und du erblickst dich im tatsächlichen Licht, in deiner wahren Schönheit. Du veränderst deine Wahrnehmung auf die Welt und gewinnst das leuchtende Bildnis von dir selbst. Jetzt verändert sich alles. Dieses Jetzt ist heute für dich angebrochen. Du begreifst dich als Liebe, du spürst das Licht und die Kraft, die von dir ausgeht. Jetzt endet das Warten auf den Aufstieg. Du erwartest nichts, sondern bist in der Position, das Leben geschehen und die Dinge sich ereignen zu lassen. Du hast jede Vorstellung vom Aufstieg oder vom Untergang überwunden und hast dich selbst gefunden. Es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, der sich über eine lange Zeit erstrecken kann, denn die Selbstfindung bedeutet konsequente Arbeit und heißt, durchhalten zu können. Wer den Weg jedoch bis zum Ende geht, der erntet diese Bewusstheit, der erwacht in sich selbst hinein und sein Leben ändert sich von Grund auf.
Auf den Aufstieg wartet, wer im Außen sucht. Suche im Inneren, warte nicht, dass sich irgendetwas ereignet, sondern werde selbst zum Ereignis. Mit dieser Botschaft versichern wir euch, dass die Tage bis zur großen Umstellung gezählt sind, dass die göttliche Uhr tickt, bis die Zeit angehalten wird. Die Wartenden werden nicht verstehen, die mit ihrer Selbstschau Beschäftigten, die aber werden sich erheben und auf die neue Erde aufsteigen. In unendlicher Liebe, die Erzengel. 4. Lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Danke.